Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und heute backen wir leckere Buttermilch-Kokos-Muffins. Und dafür habe ich mir etwas Hilfe geholt, und zwar den Kevin. Und der Kevin, der ist richtig schnell. Direkt geglückt, Kevin Kranz ist gut rausgekommen. Philipp Kurugle stark, wie auch schon im Vorlauf, aber Kevin Kranz setzt sich durch. Kevin ist aktuell deutscher Rekordhalter über die 60 Meter. Wie gut er backen kann, das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Finden wir raus, ja. Es muss aber auch sowas werden, es muss lustig sein, wenn ich da bin, weil sonst kann man eh nicht ernst nehmen, wenn ich hier backe. Kevin, wie oft hast du schon gebacken insgesamt in deinem ganzen Leben? Insgesamt in meinem ganzen Leben schon ganze 0 Mal gebacken. Von daher wird es auf jeden Fall eine Premiere, aber ich glaube, es wird lustig. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Yes. Ja, wir haben jetzt den Ofen schon mal vorgeheizt, weil die Muffins gehen ja relativ schnell. Dann können wir die direkt reinschieben. Genau, jetzt darfst du die Butter schon mal da in die Schüssel geben. Ob ich das hinkriege? Nice. Dann kommt dazu der Zucker. Und da haben wir auch schon ein bisschen Vanilleextrakt drin. Jetzt müssen wir die Küchenmaschine starten. Okay. Und jetzt schlägt sich quasi die Butter mit dem Zucker auf. Und der Zucker löst sich schön auf, dass du hinterher dann eine homogene Masse hast und nicht so Kristalle drin sind. Guck mal, ich habe hier so einen Spezialspatel. Kannst du dann gleich mal so unten beikratzen. Das wird gemacht. Was soll ich machen? Einmal so unten beikratzen. Wir backen heute mit dem Kuchen- und Keksmehl. Das ist ja perfekt für Rührteige geeignet. Das gibt eine richtig saftige Struktur. Ist einfach mega leicht zu verarbeiten. Ja, da habt ihr einfach schon alles drin. Braucht nur das Kuchen- und Keksmehl. Wir haben jetzt hier das Kuchen- und Keksmehl mit dem Backpulver schon gemischt. Da kannst du jetzt schon mal so ein Löffelchen reingeben. Und dann lassen wir das schon mal ganz langsam unterrühren. Das macht man immer am Anfang erstmal mit einer kleinen Menge dann. Jetzt kannst du noch den Rest dazugeben. Also jetzt kommen die Kokosflocken rein, kannst du komplett dazugeben, schon mal ganz kurz verrühren. Ja, das reicht schon und jetzt kannst du die Buttermilch schon zugeben. Genau, jetzt müssen wir halt so lange rühren, bis es schön homogen ist. So, und jetzt ist quasi die Aufgabe, das in diese Förmchen zu verteilen. Ich zeig dir mal, wie ich das mache. Ich würde jetzt erstmal so viel, so ein Löffelchen erstmal, und dann gucken wir, wie viel da noch drin ist und verteilen den Rest dann noch, weißt du? Ja, dann. Das kriegen wir hin. Hoffentlich. So, Kevin, dann kannst du das Blech einfach in den Ofen schieben. Dafür. Oh, stellen wir mal auf 20 Minuten. Vielleicht machen wir mal 18 und dann gucken wir mal. Ja, kannst du erstmal hier rüberstellen. Dann. So, hier kann man immer so testen. Wenn sich das so ein bisschen anfühlt wie ein Ei, so, ne? So mit leichtem Widerstand, kannst du gleich mal probieren. Wie ein Ei. Dann sind die Muffins fertig. Okay. Merkst du, es hat hier so einen Konsistenzcheck? Wie so einen gummiartigen Widerstand. Ja, fühlt sich an wie ein Ei. Für Biskuit, für Rührteige kann man sich das so merken. So, Kevin, zu Kokos passt natürlich auch weiße Schokolade sehr gut. Deswegen kannst du da schön so ein paar Sprenkel drüber machen. Guck mal, einfach nur so, gehst du halt hier Ach so drüber. So. Dass da so schöne Fäden drüber kommen. Das kannst du richtig Freestyle-Picasso-mäßig machen. Ja, ich bin dann richtig krasser. Der Debbie Chocolate Spezial. Boah, der sieht aber eigentlich richtig krank aus, gell? Ja, vor allem, wenn das dann trocknet, dann ist die Schicht oben so. Ja, ja, ja. Der wird gleich noch fest dann. Ja. Ja, Leute, ihr seht, ihr könnt einfach kreativ sein. Ja. Ich glaube, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt, was man da alles machen kann. Man hört so richtig, wie die Schokolade da dran haftet und das knackt jetzt bestimmt auch voll. Ja. Mhm. Boah, das ist richtig. Richtig krass. Sag mal, wie dick die ist. Boah, das sieht aber echt geil aus, gell, jetzt mal. Schmeckt auch recht gut. Hat er gut gemacht, der Kevin, oder? Das ist einfach nur Schokolade drauf machen, dann ist der beglücklich. Gut jetzt gemacht. Los, gell? Freudentanz. Freudentanz. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video bis jetzt schon mal gefallen. Das erste Mal gebacken heute. Hat gut funktioniert, oder?
Hast du richtig gut gemacht. Schlecht. Nee, ist wirklich richtig geil geworden. Ja. Die Debbie war auch begeistert, von daher können wir nicht meckern. Ja, sogar die Debbie ist begeistert und von daher bin ich auch zufrieden. Ja, lasst gerne mal ein Abo da und schreibt in die Kommentare, wie ihr so das Video fandet, ob ihr den Kevin nochmal sehen wollt, weil er das so gut gemacht hat. Ja, somit macht's gut, auch ein frische Grüße. Ciao, ciao. Ciao.